Einen schönen guten Abend. Es ist Dienstag, der 2. März 2021. Ich bin Peter Miller und das ist Ihr täglicher Nachrichtenhappen. Die Themen heute: Im Korruptionsskandal um Georg Nüßlein, da sind jetzt neue Informationen bekannt. Es gibt einen Beschlussentwurf der Bund-Länder-Runde zur Lockdown-Verlängerung. Und was macht eigentlich der Ulmer Zoo in diesen besonderen Zeiten? Der Nachrichtenhappen mit Peter Miller. Nach der Aufnahme von den Korruptionsermittlungen gegen den CSU-Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein wegen eines Maskengeschäfts ist jetzt eine Verbindung zum ehemaligen bayerischen Justizminister Alfred Sauter bekannt geworden, der derzeitig ja auch CSU-Kreisvorsitzender im Landkreis Günzburg ist. Sauter hatte als Rechtsanwalt den Vertrag für ein Corona-Maskengeschäft mit dem bayerischen Gesundheitsministerium erstellt. Er hat wohl zufällig von dem Lieferunternehmen erfahren und dann im Ministerium nachgefragt, sagte Sauter. Er sagte auch, dass er daraufhin in seiner Tätigkeit als Anwalt den Vertrag aufgesetzt und an die Beteiligten geschickt und durchgesprochen hatte. Alles über seine Kanzlei. Sauter betonte auch, dass er bei dem Geschäft nur im Zusammenhang mit der Erstellung des Vertrags beteiligt war. Er sagte, von der öffentlichen Hand habe ich dafür keinen Cent bekommen, lediglich aus dem Kreis des Lieferanten. Mit seiner Tätigkeit als Landtagsabgeordneter habe das nichts zu tun gehabt, so Sauter. Gegen Nüßlein wird er derzeit wegen Bestechlichkeit von Mandatsträgern im Zusammenhang mit dem Ankauf von Corona-Masken ermittelt. Nüßleins Anwalt hat zu den Vorwürfen gesagt, dass Nüßlein die Vorwürfe für nicht begründet halte. Seinen Posten im Bundestag lässt Nüßlein wegen den Vorwürfen erstmal ruhen. Der Nachrichtenhappen. Top News aus Deutschland. Morgen findet ja die nächste Bund-Länder-Runde statt. Jetzt gibt's auch schon einen vorläufigen Beschlussentwurf. Der Corona-Lockdown wird bis zum 28. März verlängert. Für viele ist diese Entscheidung natürlich ziemlich ernüchternd, aber es gibt auch ein bisschen Hoffnung. Denn im Beschlussentwurf sollen wohl auch Lockerungen enthalten sein. Dazu Donau3FM-Reporterin Ursula Winkler. So soll der Lockdown erstmal bleiben, aber die Kontaktbeschränkungen sollen schon ab Montag gelockert werden. Auch mehrere Menschen eines zweiten Haushalts darf man dann treffen. Zumindest, wenn das die regionalen 7-Tage-Inzidenzen erlauben. Schritt für Schritt sollen dann auch Geschäfte öffnen dürfen, später auch etwa Museen oder Zoos. Dann soll auch kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen erst draußen, später auch drinnen möglich werden. Aber immer mit Blick auf die Zahlen. Steigen die Inzidenzwerte, könnten die Lockerungen regional wieder gekippt werden. Na dann hoffen wir mal das Beste. Der Nachrichtenhappen, das Beste zum Schluss. Jetzt wird's tierisch. Wir schauen in den Ulmer Tiergarten, der auch vom Lockdown betroffen ist. Die Besucherbereiche sind zwar voll, aber nicht mit Menschen. Der Grund ganz einfach: Der Ulmer Tiergarten nutzt den Lockdown für umfangreiche Umbau- und Sanierungsarbeiten. Der Außenbereich wird zum Beispiel größer, bekommt einen neuen Kiosk und wenn alles klappt, könnte der Zoo schon Mitte März neu eröffnen. Jetzt wird aber erstmal umgebaut. Dazu Tiergartenleiterin Dr. Stefanie Kiesling. Das ist tatsächlich das Einzige, was dieser Lockdown für uns Gutes hat, dass die ganzen Baustellensituationen sich dadurch etwas entspannt haben. Also man muss nicht zusätzlich noch immer aufpassen, muss man was absperren, können da Leute hin oder nicht oder läuft da gerade ein Kind. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm tatsächlich für alle Gewerke hier. Was wird denn alles um- bzw. neu gebaut? Der ganze Hinterkulissenbereich, der Tierpflegegang und angrenzende Räume bekommen noch einen guten, neuen, viel rutschfesteren Boden. Und bei der Gelegenheit wird auch die eine oder andere Ecke saniert. Erst kam der Neubau und jetzt kommt der Umbau. Und der ist eben gerade für die Kollegen nochmal besonders anstrengend, weil der wirklich mitten in ihren Arbeitsbereichen stattfindet. Aber das klappt bis jetzt echt super. Toi, toi, toi. Alle helfen mit. Ganz wichtig, wie geht's denn den Tieren im Lockdown, so ganz ohne Publikum? Die meisten, die haben ja jetzt wieder was zu gucken durch den Umbau. Da geht ja jetzt wieder ständig irgendjemand hin und her. Ansonsten kommen natürlich die Kollegen der Tierpflege und versorgen sie und schauen auch das ein oder andere Mal öfter jetzt nach und machen noch mal was Besonderes. Vom Radio anstellen ist noch das Einfachste, bis ein bisschen mehr Beschäftigung als sonst anbieten. Oder sich einfach in der Pause dort aufhalten auch mal. Und ja, also das kriegen wir schon ganz gut hin. Und wir haben auch immer ein paar, denen ist es halt relativ egal. Na dann freuen wir uns doch drauf, wenn wir im in Anführungsstrichen neuen Ulmer Zoo wieder die Tiere bestaunen können. Das war's dann auch mit Ihrem täglichen Nachrichtenhappen. Wir hören uns morgen wieder und ciao.